Nachdem der letzte Betrüger im letzten Video vom Sonntag ja angekündigt hatte, mich zu töten, hört er mich jetzt immer noch. Ich bin der Callcenter-Crusher und offensichtlich lebe ich immer noch und die Betrüger von GCM Pro riefen nach einigen Tagen nochmal an. Nachdem erstmal einige dumme Betrügerinnen geistig komplett überfordert waren, wurde ich an einen Betrüger weitergeleitet, den wir schon kennen und der erstmal seinen Namen überlegen musste. Hört mal, ob ihr die Stimme schon erkennt und ob er sich diesmal etwas schlauer angestellt hat. Nun kommt das Intro und danach geht die Betrügerverarsche los. Viel Spaß dabei! Jo, moin. Hallo. Hallo, guten Tag, ich bin gerade mit Herrn Steven Eicher. Jo, wer ist denn da? So laut bei Ihnen. Mein Name ist Stefana und ich rufe Ihnen von Onlinehandel, von Deutscher Börse, weil Sie haben eine Meldung über Online-Investitionen gemacht. Könnt ihr mal ein bisschen die Musik leiser machen? Ich verstehe Sie kaum. Es ist sehr laut bei Ihnen. Es geht über Online-Investitionen. Sie haben sich registriert, um Kryptowährungen wie Bitcoin, Forex, Index und so weiter zu investieren, okay? Und ich bin hier, um Ihnen weitere Informationen über die Investitionen zu geben, die Sie tätigen können. Ja, Haben Sie verstanden? dann geben Sie mir mal Informationen. Ja. Wir leben im Jahr 2024, wir leben in einer Zeit der Technologie, was bedeutet, dass alles virtuell wird, wie es ist, Geschäft, Arbeit und Geld. Aufgrund des Krieges in Bitte der was? Das Ukraine habe ich glaube ich, dass. leider nicht verstanden. Sie sprechen ein sehr komisches Deutsch. Können Sie es noch mal wiederholen? Haben Sie verstanden? Nein, habe ich nicht, deswegen habe ich ja gefragt. Können Sie es bitte noch mal wiederholen? Okay, ich sage, wir leben im Jahr 2024 und leben in einer Zeit der Technologie, was bedeutet, dass alles virtuell wird, wie es ist, Geschäft, Arbeit und Geld. Okay? Nee, alles wird ja Aufgrund des nicht Kriegs in der Ukraine. alles wird ja nun nicht virtuell. Na, wir leben ja in einer echten Welt und nicht in einer virtuellen Welt. Alles virtuell wird. Aufgrund des Kriegs in der Ukraine glaube ich, dass alle Länder beschädigt sind. Die Öl-, Gas- und Goldpreise sind überall gestiegen. Und es ist eine gute Gelegenheit für Sie, nicht nur in Kryptowährungen, sondern auch in Rohstoffe zu investieren. Okay? Ich glaube, dass es niemanden gibt, der nicht bei Amazon gekauft hat. Daher ist es eine gute Gelegenheit für Sie, Geld zu verdienen. Okay? Ich Okay. verspreche nicht, dass Sie über Nacht oder innerhalb eines Monats Millionär werden, aber ich versichere Ihnen, dass Sie mehr Gewinne erzielen werden. Denken Sie nicht, dass Sie mit einem Minimum von 200 Euro Millionär werden. Das ist nicht möglich, aber mit 250 Euro können 20 oder 24% dieses Betrags verdienen. Haben Sie verstanden? Ja, es war sehr holperig, aber ich habe es verstanden, ja. Okay. Unsere Firma ermöglicht es Ihnen mit einer Mindestanlage von nur 250 Euro in Bitcoin, Stoffe, Währungen und viele andere Dinge zu investieren, okay? Ja, gut. Und in welches ist jetzt Ihre Firma? Ich rufe Ihnen von Deutscher Börse. Okay? Ihre Firma heißt Deutsche Börse. Unsere Plattform heißt gcmpro.com, okay? Ja, ich bin da. GCM Pro? Ja, Haben ja. Sie eine Webseite? Habe ich was? Nochmal Eine. bitte. Ja, machen Sie vielleicht die Musik leiser, dann verstehen Sie mich auch. Ich habe Sie gefragt, ob Sie eine Webseite haben. Ja, einen Moment bitte. Hallo, hören Sie mich? Ja.
Ich verbinde Ihnen mit einem Finanzexperte, okay? Okay. Hallo. Hallo. Guten Tag, spreche gerade mit Herrn Sieben Neischer, richtig? Ja. Super. So, mein Name ist Sarah Kastel und ich bin die Finanzexpertin von der Deutschen Börse. Und ich habe angerufen wegen einer Anmeldung, so wie meine Kollegin Hansina schon erklärt. Ne? Und sie haben mir gesagt, dass sie wollen schon unsere Plattform sehen, ne? Ja, richtig. Okay, so ich werde Ihnen helfen, unsere Plattform zu zeigen. Ja, sagen Sie. Haben Sie vielleicht einen Computer oder ein Handy dabei? Ich habe einen Computer. Ich habe ihn nicht dabei, ich habe einen Computer, ja. Okay, öffnen Sie eine Seite auf Google Chrome oder auf Firefox, wo Sie wollen. Da muss ich den Computer ja erstmal anschalten. Ja. Gut. Was bieten Sie denn jetzt genau an? Nochmal bitte. Was bieten Sie denn genau an, bitte? So, ich werde Ihnen unsere Plattform zeigen, wo dort können Sie für alles schauen, was unsere Firma gibt, Ihnen wie eine Möglichkeit, damit Sie Ihre Investitionen anfangen können. Ja, das war ja gerade meine Frage. Was genau bieten Sie an im Handel? So, wir geben Ihnen die ganz so alles Möglichkeit. So, wenn Sie wollen mit einem Finanzinstrument, das Sie wollen zu investieren, wir geben Ihnen die Möglichkeit mit allen Finanzinstrumenten, dass Sie wollen eine Investition anfangen. So, deswegen werde ich Ihnen unsere Plattform zeigen, damit Sie alles besser verstanden können, okay? Okay, wie heißt denn Ihre Plattform jetzt? So, unsere Plattform, darf ich buchstabieren, damit Sie alles richtig schreiben kann? Natürlich, buchstabieren Sie. Danke. G wie Gustav. Ja. C wie Cäsar. Ja. M wie Martha. Ja. B wie Paul. Ja. R wie Richard. Ja. O wie Otto. Ja. Jetzt kommt ein Punkt. Ja. O wie Otto. Ja. R wie Richard. Ja. Und G wie Gustav. Okay. Suchen Sie es bitte. Ja, kann ich suchen. Augenblick. Okay. Beschreiben Sie mir bitte, was schauen Sie dort? Ihre Webseite, wenn Sie sie richtig buchstabiert haben. Ja. Und beschreiben Sie mir, was Sie genau schauen. Schauen Sie unsere Plattform. Ja, richtig. Wenn Sie sie richtig buchstabiert haben, dann schaue ich die. Ja. Ja. Genau. In welcher Sprache haben Sie es? Ich habe es auf Deutsch eingestellt. Okay, einen Moment bitte. Okay, so schauen Sie, erweitern Sie Ihre Trading mit GCM Pro? Ja, richtig. So, das ist unsere erste Seite von unserer Plattform. Und wenn Sie ein bisschen nach unten scrollen, schauen Sie global mit GCM Pro. Ja. Ja, in der linken Seite von des Computer, Sie schauen viel Ikonen. Das bedeutet, dass wir sind die große Partner von dieser Firma. Wir geben Ihnen die Möglichkeit, mit dieser Firma so eine Investition anzufangen. Zum Beispiel in Apple, Canon, Microsoft, Tesla, Google, Nike, Amazon, wie Sie selbst schauen. In dieser Firma können Sie eine Investition anfangen, okay? Ja, was mich nur wundert, normalerweise sind bei diesen Icons, wenn man da draufklickt, dann kommt man zu der jeweiligen Firma. Bei Ihnen kann man ja gar nicht draufklicken. Die sind ja gar nicht verlinkt. Ja, aber das ist, Sie haben ein Handelskonto noch nicht aktiviert. Das hat ja nichts mit dem Handelskonto zu tun. Sie haben eine Webseite, auf der Logos von Apple sind, von Canon, von Microsoft, von Google, von Nike und so weiter. Aber nicht eine dieser Icons ist anklickbar. Da ist nirgendwo die Webseite hinterlegt von der jeweiligen Firma. Darf ich es erklären? Erklären Sie mal, ja. Dankeschön. Dieses Foto dort erklärt Ihnen, dass
wir sind die große Partner von alles von dieser Firma, okay? Und Sie können eine Investition dort anfangen, jederzeit, dass Sie ein Handelskonto schon aktiviert haben, okay? Ja, Moment. Aber trotzdem, ich werde weiter erklären, damit Sie alles richtig verstanden kann, okay? Ja. Bevor ich anfange, bevor ich weitermache, darf ich Ihnen fragen, ob Sie eine Erfahrung mit Online-Investitionen haben oder? Ich habe schon ein wenig Erfahrung, ja. Okay, ist das eine gute Erfahrung? Oder? Ja. Okay, super, freut mich wirklich sehr. In welches Finanzinstrument haben Sie investiert? Meistens in Rohstoffe. In Rohstoffen, okay. So, schauen Sie in der rechten Seite von unserer Firma, unserer Plattform, Aktien, Indizes, Rohstoffe, Forex. Ja. Das bedeutet, dass, wie früher gesagt, wir geben Ihnen die Möglichkeit, mit alles die Finanzinstrumenten, dass Sie wollen, eine Investition zu fangen. Und natürlich, an unserer Firma können Sie alles finden. Von dem Moment, dass Sie ein Handelskonto hier aktivieren, Sie bekommen die Möglichkeit, mit einem Finanzexperten zu arbeiten oder mit einem Broker. Und die zweite ist, dass wir geben Ihnen in die gleiche Zeit die Möglichkeit, mit der künstlichen Intelligenz zu arbeiten, okay? Haben Sie vielleicht früher über die künstliche Intelligenz gehört? Ja, aber davon halte ich nichts. Wieso? Weil die künstliche Intelligenz, die kann ja gar nicht selbsttätig handeln. So, lieber, ich habe eine lange Erfahrung, mehr als 7 Jahre an dieser Firma. Und ich habe gelernt, dass es ist besser, wenn Sie mit der künstlichen Intelligenz investiert werden, weil das bedeutet, dass alles von Ihren Profiten sicher sein, alles, Sie können natürlich mehr Profiten verdienen und natürlich, das ist die beste Möglichkeit, um eine richtige Investition anzumachen und natürlich ohne Risiko. Mhm. Okay. Ohne Risiko, okay. Ja, sehr interessant. Wie kann ich denn jetzt bei Ihnen im Prinzip mitmachen? Also sprich, wie geht das mit dem Konto? So, wenn Sie ein Handelskonto an unserer Firma aktivieren wollen, wir geben Ihnen die Möglichkeit, es zu aktivieren. Die erste ist, dass Sie können Ihre Einzahlungsprozedur durch eine Visa oder eine Mastercard machen und Sie können einfach dort Kryptos einkaufen und diese Kryptos können Sie in Ihr Handelskonto senden. Oder die andere Möglichkeit, dass ich jederzeit mit meinen Kunden ist, dass Sie können auch eine Überweisung an unsere Kryptobank machen. Dann, nee, ich möchte ja nicht mit Kryptos handeln, ich möchte ja mit Rohstoffen handeln. Da haben ja die Kryptos ja, okay, nichts mit so, zu tun. Es ist so gleich wie in Rohstoffen. Okay? Ja gut, aber auch ich... Wir aktivieren einen Betrag. Ja gut. Für Rohstoffen funktioniert nur die Überweisung. Sie aktivieren gut. 250 Euro und dann Sie investieren es in Rohstoffen. Ja gut, dann möchte ich gerne aktivieren. Wie machen wollen wir das? Wollen Sie Ihr Handelskonto schon aktivieren? Ja, hört sich doch interessant an. Okay, mit welches Betrag wollen Sie es so anfangen? Ja, welche Möglichkeiten habe ich denn da? So, der Mindestbetrag, um dieses Handelskonto zu aktivieren, ist 300 Euro. Und dann Sie bekommen die Möglichkeit, unsere Firma für 2 Wochen zu testen. In diesen 2 Wochen können Sie alles probieren, alles selbst schauen und alles, was Sie brauchen, um zu sein. Und dann nach 2 Wochen, Sie geben uns eine Antwort. Natürlich, wenn Sie zufrieden mit unserer Arbeit sind, wenn Sie zufrieden mit alles sind, können wir zusammen gerne weitermachen. Oder wenn Sie kein Interesse mehr haben, können Sie einfach alles von Ihrem Handelskonto, alles von Ihrem Kapital auszahlen und nicht mehr mit uns zu arbeiten. So ist Zeitung, so 2 Wochen ist nur wie ein Test, wie eine Probe an unsere Firma, damit sie alles besser verstanden kann. Aber natürlich in der gleichen Zeit werden sie auch investieren. Ja gut, das war ja jetzt soweit klar. Und wie kann ich mein Geld jetzt zu Ihnen transferieren? Wollen Sie Ihr Geld in dieses Handelskonto aktivieren? Richtig. Okay, wie viel wollen Sie? Ja, fangen wir doch mal klein an mit dem Minimalbetrag. 300 Euro? Ja. Okay, benutzen Sie Online-Banking? Ja, benutze ich. Bei welchem Kunde? Das spielt ja keine Rolle. Es ist ja egal, von welcher Bank. Das war nur eine Frage. Ja, das spielt ja keine okay, Rolle. Es war nur eine ich habe mehrere Banken.
Okay, es war nur eine Frage. Okay, so einen Moment bitte. Sind Sie noch da? Natürlich. Okay. Sind Sie noch da? Ja, nur einen Moment bitte. So, hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Okay. So, ich werde Ihnen mit meiner Kollegin verbinden, damit er mit der Prozedur weiterhelfen kann, okay? Okay. Einen Moment bitte. Hallo. Hallo. Herr Riecher. Herr Siebeneicher. Wie bitte? Herr Siebeneicher. Siebeneicher Riecher. Richtig. Ja, und da wir uns nicht kennen, bitte beim Nachnamen. Haben Sie recht? Ja, genau, habe ich recht. So, wer sind Sie jetzt? Ich bin der... Hallo, wer ich sind bin Sie? Mein Name. Wie bitte? Sie waren plötzlich weg. Wie ist Ihr Name? Ja, mein Name ist Mohammed. Ja? Mohammed Shahanoglu. Wie ist der Nachname bitte nochmal? Ihre Leitung ist nicht sehr gut. Ach so, ich entschuldige mich. Also nochmal, wie gesagt, wie viel wollen Sie investieren? Den Mindestbetrag, sagte ich Ihrer Kollegin. Mit Mindestbetrag? Richtig. Die 250 Euro? Ja. Okay. Erstmal, um das Konto zu eröffnen, ich brauche eine Verifizierung auf Ihrer Seite. Können Sie mir einen Ausweis oder einen Führerschein senden oder sowas? Ja, dann verifizieren Sie sich mir gegenüber doch erstmal. Ich kenne Sie ja nicht. Ich werde Ihre Handelsplattform verifizieren. Nee, Sie als Person. Oder Ihre Firma. Wie bitte? Ja, Ihre Firma soll sich mir gegenüber erstmal verifizieren. Ja, auf unserer Firma haben Sie diese Handelsplattform, wo Sie investieren werden. Also, und Ihnen diese Handelsplattform zu eröffnen, brauche ich ein Dokument auf Ihrer Seite, damit ich das Plattform auf der Name öffnen kann, was Sie mir das ID senden werden. Ja, so läuft das. Ja, das machen wir im Allgemeinen. Ich bin ja nun auch ein bisschen erfahren. Das machen wir normalerweise über das Postident-Verfahren. Wie bitte? Ja, das machen Sie doch ein bisschen die Musik leiser, dann verstehen Sie mich auch. So, ich verstehe Sie. Ja, warum haben Sie dann nachgefragt, wenn Sie also mich verstehen? Also nochmal, wenn Sie das Konto eröffnen wollen, ich kann Ihnen, ich brauche auch für das einen Ausweis oder irgend sowas, damit ich das Konto eröffnen kann. Ja, ich brauche nicht, um Ihre Identität zu bestätigen, wer Sie sind. Aber ich brauche das an Ihrem Handelsplattform draufzufügen. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, und ich sagte ja gerade, in Deutschland wird sowas generell über das Postident-Verfahren gemacht. Bieten Sie das auch an? Also, Sie wollen jetzt mich zeigen, wie das in Deutschland geht oder wie das läuft? Richtig. Ich weiß es schon, ich kenne mich schon da auch. Gut, dann bieten Sie also das Postident-Verfahren an. Also, ich stelle die Frage nochmal, wollen Sie das... Ich stelle die Frage nochmal, bieten Sie das Postident-Verfahren an? Ja. Ja, gut, okay, dann schicken Sie mir mal den Link von dem Postident-Verfahren, bei dem Sie verifiziert sind. Dann kann ich das gerne machen. Also, ich weiß es nicht, was Sie da irgendwas verstehen. Und ich bin nicht so... Postident-Verfahren. Postident-Verfahren. Ja, ja. Ja, aber ich bin nicht so blöd, wie Sie denken, ne? Wieso? Sie sind doch eine ehrliche Firma, oder nicht? Was hat das mit Blöd zu tun?
Ja, klar, aber ich verstehe es jetzt hier. Was versuchen Sie zu tun? Ja, was versuche ich denn? Ich versuche, mich zu verifizieren und Sie zu verifizieren. Was soll ich mich verifizieren? Ja, ich weiß ja gar nicht, wer Sie sind. Ich kenne Sie ja gar nicht. Also, wir sind schon einem zugelassenen Unternehmer. Also, ich brauche überhaupt gar nicht zu Ihnen verifizieren. Doch, also, natürlich, als Firma. Wo sind Nein, Sie denn? Wenn Sie denken, wir schaffen in ganzen Europa. Hallo. Einfach mal nicht. Einfach mal gemacht, ja, ich würde ja gerne fragen, aber Sie reden ja dauernd dazwischen. Ihre Firma. Ihre Firma, GCM Pro. Wie lange arbeiten Sie mit dieser Webseite als Firma? Wir arbeiten seit 2009. Das GCM Pro ist das letzte Update, was wir haben. Als einem Unternehmer, wir sind zugelassen seit 2009. Und wo sind Sie zugelassen? Wer reguliert Sie als Finanzdienstleister? In UK. In England sind Sie reguliert? Von welcher Behörde? Sie können das alles da selber schauen. Ja, ich frage Sie sind. Jetzt gerade. Wer reguliert Sie in England? Ich hab kein Zeit und kein Bock Ihnen. Ah, Sie sind also ein Betrüger. Okay, alles klar, da weiß ich Bescheid. Ihre Webseite ist gerade 13 Tage alt. Ihre Webseite ist gerade 13 Tage alt. Und nicht seit 2009. Sie haben keine Regulation, Sie sind ein Betrüger. Weil das die letztes Update ist, hallo. Nein, das ist kein Update, das ist die erstmalige... Sie wissen es, hallo. Lass Sie mich doch einfach mal ausreden lassen. Ausreden lassen. Ach, da haben wir wieder einen Betrüger. Ein lustiger Betrüger, bist du dumm. Na, möchtest du noch was sagen? Es ist wie immer, die Betrüger merken, dass man all deren genannten Infos überprüft hat. Da wird aus einem Registrierdatum der Domain dann das letzte Update. Und wenn man klar sagt, dass es nicht so ist, dann haben sie plötzlich weder Zeit noch Lust weiterzureden und entlarven sich schlussendlich selber. Es ist doch immer das Gleiche mit diesen seltsamen, gewissenlosen Gestalten. Ich habe ein Gewissen und meine Moral lässt mich nachts ruhig schlafen und genau deswegen mache ich diese Videos. Ihr habt nun gehört, dass ich noch lebe und damit möchte ich dieses Video beenden. Danke, dass ihr zugehört habt. Bis zum Sonntagsvideo, bleibt mir gewogen. Euer Callcenter Kascha.